Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es um die neue Waffe aus den Hüterspielen, der Titel, gehen. Und die kombiniert mit einem ziemlich interessanten Perk, stilvoller Herausforderer. Todesstöße mit dieser Waffe gewähren Klassenfähigkeiten Energie. Das bedeutet, ihr seid auf Titan, macht einen Kill mit der Waffe, bekommt Energie für euer Schild zurück. Ihr seid auf Warlock, Energie für euer Healriff. Ihr seid auf Hunter, Energie für euren Dodge. So einfach ist es erklärt. Ich muss allerdings sagen, mein Titan hat 90 Belastbarkeit und ich habe es nicht wirklich gespürt. Andererseits, mitten im Gunfight spürt man auch nicht wirklich, was da passiert oder achtet nicht wirklich drauf. Den Roll, den ich habe, bekommt jeder, nachdem er die Quest abgeschlossen hat. Einmal hier Vorbalwaffe, Grabräuber, Großkalibergeschosse und Korkenzieherdrall, Meisterwerk Stabi. Und vorneweg muss ich leider sagen, die Waffe kann nicht mit viel Range rollen. Also viel mehr geht nicht. Der Roll hier hat ungefähr 17,3 Meter waren es, glaube ich. Und der Max Range Roll hätte 20,5. Also das wäre kein Riesenunterschied. 15 Zoom hat sie noch, was vielleicht für manche interessant wäre. Ist ziemlich nice, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Kombinieren werde ich das Ganze mit der Chaperone und meine Heavy-Waffe wird wieder Erinnerungsbann sein. Hier drüben 90 Belastbarkeit, 100 Erholung, 80 Intellekt. Exo meiner Wahl ist Friedenswächter. Mein Sentinel-Titan sollte man mittlerweile kennen. Ich muss sagen, der Anfang lief ein bisschen schleppend, doch sobald wir in Fahrt gekommen sind, war es einfach nur noch insane. Ich werde die Waffe allerdings ein bisschen anders spielen als sonst. Ich werde nicht auf Krampf nur die MP spielen, sondern gleichzeitig auch noch meine Shotgun gut mitbenutzen, so wie man es halt normal macht. Denn im Quickplay-Match oder allgemein PvP benutzt ihr auch beide eure Waffen oder halt alle drei auch mit der Heavy. Von daher, viel Spaß mit dem Game. Let's go! Zweifach erwischt. Nein, natürlich ist er noch eine. Er war doch schon. Zweifach erwischt. No, heavy. Ihr Feind hat den Zonenvorteil. Zwei für einen. Von Headshot. Dreifach. Das war auf jeden Fall ein Headshot, ja. Zone C erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Das ist unglaublich. Der rennt einfach davon. Zone B erobert. Ha. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Alles gut. MP macht schon Spaß. Zone B verloren. Genau, aber halt ein bisschen wenig Range, aber ist okay an sich. Oh. Na gut, mit Bubble Buff ist es eh unfair. Lass sie kommen. Das ist ihr Schicksal. Zone B erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Wollte ich versuchen. Hey, nice Cleanup. Okay, hab Kopf ums Feuer bisschen. Zone C verloren. Der Feind hat den Zonenvorteil. Möchte nicht sein. Dann bin ich da weg. Oh, das sind feindliche Bubble. Möchte ich auch nicht sein. Zone B verloren. Powerplay. Mir ist gerade eingefallen, er kann auch durch sein Schild zurückschießen. Also der andere, wenn er zurückgekommen wäre. Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil.
Noch 5 Minuten. Weiter so. Genau deswegen gibt es Einsatztrupps. Diese Steals. Oh Gott. Komm, let's go. Also sie fühlt sich schon echt gut an. Wo ist nicht? Es fehlt halt was. Also der Range-Aspekt. Ich kann auch nicht wirklich viel Range drauf haben. Nein! Zone, dass ich das verliere, ist so unfair, schon der Charge. Hat den Zonenvorteil. Das ist so unfair. Hat der einen Boten? Wir haben jetzt einen Perk. Hier haben wir das, ja. Oh, das ist der Mac. Alles gut. Aber man kann es halt mit der Trap kombinieren. Ist ziemlich nice. Nein, ich treffe den Head nicht. Zone C erobert. Es wird auf Zeit hinauslaufen. Ziemlich sicher. Zone B verloren. Sie haben den Vorteil. Gut, B ist nicht meine Anlaufstelle. Lass mich in Ruhe. Ja, Perk. Natürlich wieder Perk. Was war die Mission? Wo bist du hin? Hallo? Okay, sorry. 3 Minuten. Du liegst ja, okay, wie viele noch? Bleib stark. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, mir geht's wunderbar. Der Feind hat den Zonenvorteil. Oh mein Gott, das hat man connected. Nein, nein, nein! Ah, ich dachte zuerst, er ist im Tunnel links, deswegen bin ich außen rumgelaufen. Ah, hätte ich es gleich geblickt, easy. Dann gehe ich in den Tunnel rein und bin weg. Der Perk links ist auch einer. Mit einer DMT. Oh Gott. Bin ich froh, dass du sagst, du Zone connected bist. Zone A verloren. Das ist ein Powerplay. Erobere die Zone zurück. Du hast dem Gegner Einhalt geboten. Nice Team. Ah, Minischild. Zone C erobert. Das sind mehrere. Der hatte schon wieder, ey, hör auf damit. Das ist ein knappes Zone Game. B eingenommen. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Ich beneide deine Stärke. Immer geholfen. Eine Minute noch. Nicht mehr lang. Fast geschafft. Kämpfe weiter und erringe den Sieg. Nein. Wo? Gleich hier durch, nicht gleich hier durch. War mir zu sicher, dass du gleich hier durchkommst. Gut, das verliere ich so. Oh Gott. In der Mehrheit liegt die Krafthüter. Exzellent. Es bleiben noch 30 Sekunden. Mach sie fertig. Noch eine Bubble. Ich will mehr sehen, Hüter. Geschickte Taktik. Das war wunderschön, der wird mich noch von mir erwähnt, das war klar. Aber war ein nices Game, damn. Du bist wie eine Mauer, die diese Zonen schützt. Bewahre dir diesen eisernen Willen.